Hallo und herzlich willkommen hier zu Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Voll geil, voll cool. Das Remastered Call of Duty. Schön. Sind die auch gerade am Anfang? Ja, mit Abstand. Für mich mit Abstand eins der besten Call of Duties der Reihe. Ja, schauen wir mal. Sie kennen das Spiel. Auf zur ersten Station und mit dem Gewehr zielen. Ja, das tun wir. Hier hinten zu dem oder wo? Das ist egal. Na komm, gehen wir mal hier hin. Was war? Hallo? Nein? Zauberhaft. Ah, hier. Okay, schießen Sie jetzt aus der Hüfte auf die Ziele. Okay. Nun zielen Sie mit Ihrem Gewehr, Soap. Ja. Also, schießen Sie jetzt mit der Zielvorrichtung auf jedes Ziel. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Auch noch. Kugeln werden dünnes, schwaches Material wie Holz, Putz und Blech durchschlagen. Hm. Schießen Sie durch das Holz auf die Ziele. Ja. Gut. Hier tauchen nacheinander Ziele auf, eins nach dem anderen. Mhm. Treffen Sie alle so schnell wie möglich. Ja. Wirklich gute Arbeit, Kumpel. Holen Sie sich nun eine Pistole. Ja, wo ist sie denn? Da. Oh. Gut, jetzt wechseln Sie auf das Gewehr. Ziehen Sie jetzt Ihre Pistole. Denken Sie dran, zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen. Ja. Mit dem Messer sind Sie noch schneller als beim Wechseln auf die Pistole. Ja. Zerschneiden Sie die Wassermelone. Hä? Wo? Oh. Sauber, Ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Hier. Captain Price möchte Sie sehen. Oh, Captain Price, wo ist er? Captain Price, da. Oh. Ja, wenn man jetzt so vergleicht. Ja gut, ich habe zwar nicht mehr so den Vergleich, wie Modern Warfare, also das normale mal aussah. Aber ich finde, die Grafik ist eigentlich für ein Call of Duty okay. Würde ich mal so sagen. Ein Call of Duty ist jetzt eh nicht so der Bringer, was Grafik angeht. Aber ich finde, die Grafik ist ganz in Ordnung. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ist hier eine Tür irgendwo? Komm hier rein? Nein, kann man nicht. Ah, da. Hallo. Also, Bryce. Er ist der Neue, Sir. Ja, ich bin der Neue. Hallo. Nehmen Sie nicht so hart ran. Es ist ein erster Tag. Ja, erster Tag. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Ja. Soap, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Ich konnte eine Wassermelone mit dem Messer zerfetzen. Und du? Für diesen Test müssen Sie das Fahrschiff in weniger als 60 Sekunden meistern. Okay. Gas hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Na, viel Glück. Über die Leiter da drüben. Hä? Leiter, hier. Okay. Ich will aber das Gewehr nehmen. Juhu. Nehmen Sie die MP5 und 4 Blendgranaten auf. Hä? Auf mein Zeichen aufs Deck und zur Position 1. Danach die Treppen runter auf Position 2. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position folgen. Hier an das Seil, wenn Sie bereit sind. Ja, bin bereit. Okay. Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Position 4! Treffen Sie die Ziele! Treffen Sie die anderen Ziele! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Blendgranate durch die Tür! Treffen Sie die Ziele! Ziel verfehlt, zurück! Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Ziemlich gut, Soap, aber ich habe schon Besseres gesehen. Empfohlene Schwierigkeitsgrad Rekrut. Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Ja, wo ist denn der Monitor? Hier, das? Alte Fernseh? Nee. Hier. Gentlemen, die Frachtschiffmission läuft. Machen Sie sich bereit. Wir starten um 0200. 0200. Wegtreten, ja. Also empfohlener Schwierigkeitsgrad ist Rekrut.
Na, nee, 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 nee. Nee, nee, wir nehmen Soldat. Oder Söldner. Wir nehmen Soldat. Oder Söldner? Also komm, wir Rekrut, also komm, das ist ja. Nee, wir nehmen Soldat. Komm, scheiß drauf. Bin auch nicht mehr der Jüngste. Eieiei. Hallo? 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 Mal gucken, ob das Laden jetzt auch wieder eine halbe Stunde dauert, wie eben gerade das Laden, bevor ich hier auf den Aufnahmebutton gedrückt habe. Bravo, Team. Die Infos kommen von unserem Informanten aus Russland. Das Paket ist an Bord eines Frachters. Estland Registriernummer 52775. Ein paar Mann Besatzung und Sicherheit an Bord. Irgendwelche Weisungsregeln? Besatzung entbehrlich. Bin ja mal gespannt auf das legendäre Sniper-Level. Das ist ja eigentlich, glaube ich, das eins der besten Level oder Missionen in einem Ego-Shooter-Kriegsspiel, finde ich. Also würde ich so sagen, ne? Da bin ich gespannt drauf, weil das ist so eins der Missionen, die irgendwie bei jedem der Modern Warfare, die Kampagne gespielt hat, glaube ich, am meisten hängen geblieben ist, ne? Da freue ich mich ziemlich drauf. Aber ich glaube, das dauert, glaube ich, eine ganze Weile, bis man dann doch mal da angekommen ist. 12-4. Wir haben Sichtkontakt zu Ziel, noch 60 Sekunden. Verstanden, Ja, genau, es kommt diese coole Mission auf dem Schiff, was dann untergeht. Soll ja in der Remastered-Version ja der ultimative Knaller sein, dass man jetzt auf dem Schiff spielen kann. Schön remastered und so. Ich meine, das war früher schon cool, oder damals schon ziemlich cool, die Mission. Und jetzt soll die Mission noch besser sein. Da lassen wir uns mal schön überraschen. Grünes Licht, los, los, los. Ja, los, 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 los. Waffenfreigabe. Brücke gesichert. Feuer einstellen. Gas, bleib im Vogel, bis wir das Deck gesichert haben. Over. Turm zu mir. Treppe gesichert. Letzte Runde. Gang gesichert. Gute Nacht. Küchi. Mannschaftsquartiere gesichert. Nach oben. Vorne Decke gesichert. Grünes Licht für Alpha. Los. Bereit, Sir. Verteilen, 3 Meter Abstand. Da sind zwei auf der Plattform. Ich sehe sie. Waffenfreigabe. Ja. Ziel neutralisiert. Ziel erledigt. Irgendwie meine die ganze Arbeit alleine. Mann. Ah, Private Griffin. Auch wieder da. Was haben wir hier überhaupt? La, was? Oh, Lach. La Rochelle. Wir haben La Gesellschaft. Rochelle? Hammer 2-4, wir haben Ziele im ersten Stock. Verstanden, wir greifen an. Bravo 6, Hammer hat kaum Sprit. Wir ziehen an. Big Bird wird in 10 Minuten für die Evakuierung auf Station sein. Verstanden, Hammer. Warcraft Griffin, haltet uns den Rücken frei. Alle anderen folgen. Ja. Hallo, wo sind sie denn? Hallo? Spare ich mir für den Nahkampf. Ja, komm, mach ihn. Verdammt richtig. Auf ein Zeichen. Los! Überprüft eure Ecken.
überprüfen. Rechts sicher. Links sicher. Gang gesichert. Vorwärts! Treppe gesichert. Bewegung rechts. Ziel erledigt. Gang gesichert. Überprüft eure Ecken. Links sicher. Bereit, Sir. Vorwärts. Oh, das ist so spannend, da kann man gar nicht reden irgendwie. So schön ist das. So richtig nostalgisch. Steg sicher. Gebe Deckung. Weiter. Trupp zu mir. Keine Ziele in Sicht. Vorderer Bereich sicher. Vorwärts. Nazis. Keine Aktivität. Gas, rechte Seite. Bin dran. Formieren. Bereit, Sir. Dieses Gewackel auf dem Schiff, das ist auch zum Kotzen. Los. Links sicher. Bewegung. Bewegung rechts. Hallo, schieb mich doch. Vorwärts. Auf mich zu schieben. Junge, Junge. Vorderer Bereich sicher. Bewegung. Recht sicher. Formieren. Bereit halten auf mein Zeichen. Eins bereit. Zwei bereit. Auf mein Zeichen. Los! Hallo? Wow. Ich den? Also irgendwie, entweder bin ich extrem schlecht oder irgendwie sind meine Kugeln aus Plastik. Ich weiß nicht, irgendwie. Er ist gerade voll drauf gehalten, aber irgendwie wollte der Typ nicht so sterben, wie ich das wollte. Ist das einer von uns? Hallo? Ja, die sterben anscheinend langsam. So. Nun gut. Ich empfange starke Signale, Sir. Mhm. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Was war denn da? Achso, Blätter. Oh, was haben wir da drin? Nix. Doch, eine Atom. Das ist Arabisch. Baseplate, hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Oh, guck mal, finden alles Handy da noch nicht. Alles Nokia. Sieht das zumindest so aus, wie alles Nokia. Die bewegen sich schnell, vermutlich Mix. Hauen wir ab. Soap, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Was? Alles klar, alle mal nach oben. Pronto! Okay. Hallo. Achso, jetzt kommt noch gleich die Stelle, wo das Schiff dann irgendwie ziemlich am Abfacken ist. Sie sind schon im Helikopter, Sir. Feindliches Flugzeug ist. Jo, jetzt geht's hier nämlich ganz schön zur Sache, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnern kann. Das Schiff sinkt! Wir müssen weg! Sofort! Tja, statt Gasmaske hätte ich mir ein paar Schwimmflossen anziehen sollen. Zu den Stegen! Los, los, los! Bewegt eure Ärsche, los! Wieder ausstehen! Geh mir!
Mein Korb! Los, los, schneller! Alles bricht auseinander! Na los, na los! Also ich glaube, auf den Trailern sah das irgendwie ein bisschen spektakulärer aus, oder? Täuscht das. Oh, sieht schon gut aus. Ich glaube, man kann zufrieden sein damit. Aber ganz cool wäre es doch, wenn man so von Call of Duty 1 oder 2 oder World at War hat, die Remake mal machen würde, ne? Oder generell ein neues Weltkriegsschüler. Das wäre, glaube ich... Wäre, glaube ich, auch mal wieder Zeit. Ist jetzt auch glauben? Nee. Hallo, steht bleiben. Hab dich! Wir sind alle an Bord, los! Das war aber ganz schön knapp hier. Guck mal, wie das absäuft, das schöne Schiff. Ja. Das war jetzt also schon die erste Mission von Modern Warfare 2. Remastered. Von der remasterten Version. Siehste? Willkommen bei Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ja. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Früher war es ein schönes Spiel. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das remasterte Ding auch ein schönes Spiel ist. Aber ich denke mal, das ist bestimmt ein schönes Spiel. So, das haben wir geschafft. Das war die erste Mission. Dann würde ich sagen, lassen wir das aber erstmal bei der ersten Mission. Und wir sehen uns später wieder mit einer neuen Folge von dem Modern Warfare 2 Remastered. Und dann gucken wir mal, wo es uns da so hin verschlägt. Also dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ne, wisst ihr, so ein Like oder so, wäre ganz toll. Und ansonsten sehen wir uns später wieder. Also macht's gut. Tschüss.